geht hier lang. Guck mal, da geht's lang. Wie süß. Ein kleiner Affe. Ich glaube, es ist ein Lemure. Ja, genau. Das ist doch der, den wir doch gerade in dieser kurzen Sequenz gesehen haben. Aber so genau kenne ich mich mit den Arten nicht aus. Da oben wird es heller und die Bäume lichten sich. Ich glaube, ich habe den Rand des Dschungels erreicht. Das Dumme ist das da. Was ich befürchtet habe. Treibsand. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, also im Vergleich zum ersten Teil sind wir auf jeden Fall schon mal wesentlich mutiger. Weil im ersten Teil haben wir ja noch niemals in so eine Pferdetränke reingefasst. Und jetzt packen wir schon unsere Hände in Treibsand und wer weiß nicht wo überall noch rein. Okay, gut. Dann müssen wir dann hier hochklettern, hier rüber und oben irgendwie was draufwerfen, oder? Wenn ich den Vorsprung dort erreichen würde, käme ich bestimmt aus dem Dschungel heraus. Ja, eben. Sehe ich ganz genauso. Gut, warte mal. Ah, da, klettere auf den Vorsprung. Ah, es geht noch weiter nach rechts. Was für ein Abgrund. Hier muss ein Sturz fatal sein. Den Vorsprung zu erklimmen wäre bestimmt viel zu gefährlich. Wenn ich nach links falle, ende ich im Treibsand. Wenn ich nach rechts falle, ende ich im Abgrund. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, da oben hinzugelangen. Ah, das da ist der Abgrund. Habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Betrachte Vorsprung. Ja. Wo? Da. Wenn ich den Vorsprung... Achso, das ist hier der Vorsprung. Okay, Treibsand. Irgendwas da drin? Ich stecke die Hand nicht nochmal in den Matsch. Alles klar, ich wollte nämlich schon sagen... Stimmt, im Inventar hatte ich noch nichts. Betrachte ungestützten Baum. Um ihn sicher zu erreichen, muss man zuerst auf den Felsen klettern. Anders geht es nicht. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Dann komme ich denn da so hoch? Das ist ja mal ein riesiger Felsbrocken. Das ist keine schlechte Idee. Von der Spitze des Felsens könnte ich den umgestürzten Baum dort erreichen und ihn als Brücke über den Treibsand benutzen. Und los. Aber wahrscheinlich kommen wir da nicht hoch. Nee, okay. Es geht nicht. Der Felsbrocken ist unglaublich rutschig. Okay, gut. Dann wissen wir, dass wir... Dann wissen wir, dass wir Sachen finden müssen. Oder vielleicht eine Lineale. Eine Liane vielleicht. Um ihn sicher zu erreichen. Ja, okay, gut. Vielleicht eine Liane runter und dann da hochklettern, hier rüberwerfen. Okay, gucken wir mal alles, was noch hier im Flugzeug zu finden ist. Da ist doch bestimmt etwas Brauch. Hä? War hier nicht was? Oh, ich war einfach so schnell. Wo denn? Sag mal. Ach, hier der Lichtstrahl. Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. Ja, dann guck doch zumindest... Nimm einen Sonnenbad. Das wäre nicht schlecht, aber für ein Sonnenbad fehlt mir die Muße. Okay, gut. Dann bitte mal weiter hier nach links. Komm, komm, Brian. Ah, nein, Bibi. Wir haben uns ja jetzt festgelegt, dass es Bibi ist. So, okay. Dann wollen wir mal starten. Dann gehen wir erstmal wieder rein und gucken, was wir hier alles so Schönes haben. Der Feuerlöscher, der ist auch weg. Ja, supi. Schauen wir mal, ob der was hier drin ist voll Spielzeug, Hündchen. Und der auch. Ja, nimm doch eins ich mit vielleicht. Ich nehme einen mit. Ja, wer genau. Weiß, wozu es gut ist. Oh, das ist ganz schön schwer. Die Hündchen müssen irgendeinen Bewegungsmechanismus haben. Ja, es funktioniert mit Batterien. Hier ist der Deckel dafür. Aber klar... Das sind die berühmten Kapothündchen. Ich habe schon viel davon gehört, aber noch nie eines gesehen. Bei den Kids in Europa sind sie momentan der Hit. Ich kenne keins, wenn ich ehrlich bin. Okay, nimm oder betrachte. Hier hinten hat er einen Stöpsel. Dahinter scheint sich ein kleiner Tank zu befinden. Ein Tank? Wofür denn einen Tank? Hier hinten hat er... Okay, ein Tank. Dann hat er... Also Rollen auf jeden Fall dran. Na gut, okay. Komm, wir schauen mal weiter. Was betrachte Heck des... Ja, bitte? Beim Aufprall haben sich Unmengen Kartons im Heck aufgetürmt. Na gut, ich schaue mich mal hinten um. Jo, mach das mal. Ich warte so lange. Nichts außer Bergen von Kartons. Alle voll Spielzeughündchen. Okay, was ist das? Das macht mir voll Angst. Ist das Mario? Da ist das Mario-Symbol. Es ist abgeschlossen. Okay, ein Schlüssel oder irgendwie was Ähnliches. Gut, wir gucken mal. Wir werden Zeitungen, hier. Flaschen, irgendwo. Einige Dosen. Möglicherweise. Walkman. Hä? Bestimmt hat er darauf Elvis gehört. Ah,
Und hier ist die große Klammer, die Gina im Haar trug. Sie muss ihr runtergefallen sein, als ich sie zum Abspringen bewegen wollte. Dann her mit der Klammer und der Walkman für die Batterien, oder? Ich sehe nichts Nützliches. Gut. Vielleicht Ginas Haarklammer. Jo. Gina wird sich freuen, sie zurückzubekommen, wenn wir uns wiedersehen. Aber das Design ist schon etwas... Warum ist denn Brian gerade so unscharf? Also nicht, dass er nicht ein scharfer Typ wäre, aber ja gut, komm, wir machen jetzt hier erstmal die Haarklammer und öffnen erstmal damit das Gepäckfach. Damit würde ich gar nichts erreichen. Was? Oder hier am wieso nicht? Oder kann ich die S-Kap... Oder muss ich die S verbiegen? Ich erinnere mich, wie Gina sich das Haar damit festgesteckt hat, als wir an Bord gingen. Sie muss sie verloren haben, als wir im Flugzeug miteinander gerungen haben. Sie weigerte sich beharrlich, den Fallschirm anzulegen. Ja, also ehrlich. Nimm... Ich hätte sie... Ja, okay. Okay. Die beiden Sachen kann ich nicht das miteinander, wäre keine. Ne? Ja, ja. Gut. Gut, dann schauen wir mal weiter, Bibi. Dann gucken wir mal vorne im Cockpit nach. Naja. Ich verstehe nicht viel davon, aber ich würde sagen, dass alles ziemlich zerstört ist. Ja, könnte man so sehen. Handschuhfach, 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 Handschuhfach. Ja, Handschuhfach. Mal sehen. Karten und Flugpläne. Das Fach ist voll damit. Eine Lupe. Die nehme ich mit. Vielleicht kann ich sie gebrauchen. Die brauche ich nicht. Okay, Lupe für draußen, für das Licht? Keine Ahnung, wozu der dient. Ja, ist eh alles kaputt, also von daher, mach mal. Nanu? Ich habe die Vorderluke geöffnet. Ah. Erstaunlich, was mir alles gelingt, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Aber hier die Geschichte, also hier, als wir gerade Sushi geschrieben haben, waren wir ja in einer Hütte und draußen hat es, glaube ich, geschneit, wenn ich es richtig gesehen habe. Also mal schauen, wie wir da hinkommen. Muss ganz schön knifflig sein, so eine Maschine zu fliegen. Der Steuerknüppel scheint nicht kaputt zu sein. Eine der wenigen Sachen, die heil geblieben sind. Okay, ja, klar. Hä? Der Hebel hat sich wieder gelöst und die Luke geschlossen. Ach so, weil ich wollte gerade... Muss ich dann schnell... Hä? Muss ich dann schnell sein oder habe ich vielleicht... Kann ich vielleicht mit der Klammer den Hebel festmachen? Das könnte klappen. Aber wenn... vorher muss ich die Luke öffnen. Ah, alles klar. Und damit dann festmachen. Alles klar, gut. Mal sehen, ob der Hebel diesmal mehr aushält, ohne sich zu lösen. Nee, komm. Und, wo ist er? Gute Idee. Mal sehen, ob sie darauf passt. Perfekt. Solange der Hebel blockiert ist, kann die Luke nicht mehr zuschnappen. Na gut, das Rätsel ging ja jetzt noch relativ. Oberer Hebel? Ach, der da oben. Er ist blockiert. Die ist festgeklebt und mir gefällt die Idee nicht, sie abzureißen. Ich kann es nicht erklären. Es wäre mir unheimlich. Ich glaube, es könnte Otto ärgern. Nein. Ich sag euch, der lebt noch. Okay, was haben wir hier noch? Betrachte Funkgerät. So ein Mist. Wenn es funktionieren würde, könnte ich ein SOS-Signal absetzen. Kein Ton. Es ist tot. Ich muss diesen Ort auf eigene Faust verlassen. Okay, gucken wir nachher mal, was in der Vorderluke ist. Da ist noch ein Handschuhfach. Es scheint nicht abgeschlossen zu sein. Dann mach es auf. Ach, das ein da. Ein uraltes Fernglas und eine Flasche Whisky. Man merkt, dass Otto gern für alles gerüstet war. Ja, dann nehmen. Nanu, es ist nicht gerade klein. Aber es könnte mir noch nützlich sein, um den Dschungel zu verlassen. Was auch immer. Und die Whiskyflasche. Nicht die beste Zeit für einen Drink. Aber der Whisky kann mir später vielleicht trotzdem von Nutzen sein. Wahrscheinlich muss ich vielleicht den Lemur betrunken machen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir da noch? Steuerknüppel vom Koplinus? Lieber den auf meiner Seite. Achso, nein, ja, okay. Ich hab's verstanden. Danke. Der Steuer... Eine der... So, ich glaube... Guck mal, Handschuhfach vom Koplinus. Da steht nur eine schmutzige Thermoskanne. Und die kann ich nicht nehmen, weil ich da natürlich nicht sitze. Gut, ich würde jetzt einfach mal auf die Schnelle sagen, wir haben jetzt hier alles. Ja gut, komm, wir gehen erstmal raus. Habe ich jetzt Lupe, Fernglas. Es sieht ziemlich und hat nicht gerade Taschenformat. Okay, aber sonst glaube ich, kann ich damit nicht sehr viel machen. Okay, und Whisky? Die ist fast voll. Okay, damit kann ich das da reinfügen? Ich weiß nicht, was ich da... Weil der hat ja einen Tank hinten drin. Na gut. So, das Gepäckfach kann ich wahrscheinlich irgendwann später öffnen.
Die Sachen habe ich hier alle durchsucht. Draußen ist ein Lichtschrei. Gehen wir erstmal zur Luke. Kommen wir. Hoppla, da kommt was von oben runter. Was? Wo? Die gehört Otto. Wo zum Henker kommt die her? Aha, der hängt hier oben, garantiert irgendwo fest. Oder? Ich glaube, dort oben ist irgendetwas. Aber ich kann es mit bloßem Auge nicht erkennen. Was könnten wir denn da jetzt machen? In Ordnung. Mal sehen, ob ich erkennen kann, was da oben ist. Und? Ist es Otto? Es sieht wie eine Tasche aus. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte Ottos Tasche sein. Das würde erklären, woher die Fluglizenz kam. Gut. Ich hoffe nur, Otto fällt mir nicht plötzlich auch noch auf den Kopf. Okay, ja scheiße, wie soll ich denn da oben an die Tasche rankommen? Vielleicht mit dem Affen oder so? Ach ja, die Tragfläche. Sie hängt zwischen den Bäumen. Die Tragfläche kann jede Sekunde weiter runterfallen. Stimmt, das hatten wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Okay, dann gucken wir mal. Zu nah möchte ich nicht rangehen. Ich habe keine Lust, sie auf den Kopf zu bekommen. Okay. Was kann ich denn hier mit der Lupe? Mit der Lupe kann ich doch garantiert irgendwas am Lichtstrahl machen, oder? Ha! Super Idee! Durch die Lupe wird der Sonnenstrahl zu einem sehr starken Licht gebündelt. Aber um sie zu gebrauchen, müsste ich die Lupe irgendwo fixieren. Und ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Aber, ja, schön. Da reinstellen? Das hat wenig. Oder da reinstellen? Warum sollte ich? Ich dachte ja nur. Okay, was haben wir hier noch? Das Bild ist von 92. Otto war damals schon so zerknautscht wie heute. Weiß der Geier, wie alt der Bursche wirklich ist. Otto Markus König, Pilotnummer FL635, Lizenznummer, dann Ausstellungsdatum. Da steht aber wirklich nichts vom Alter. Na gut, kann ich es umdrehen oder so? Das Bild ist von 92. Weißt du? Okay, geht nicht. Gut. Okay, dann einmal bitte zum Bugfach, bitte. Komme ich denn da so dran? Jetzt können wir in Ruhe einen Blick riskieren. Komm, sag bitte einfach, dass ich da einfach oben dran komme und nicht noch irgendwie was zusätzlich brauche, ja? Ja, super. Ein Wasserkanister kann nie schaden. Er ist ein bisschen schwer. Aber wenn ich Durst bekomme, werde ich froh sein, ihn dabei zu haben. Außerdem wird er mich fit halten, falls ich plötzlich davonlaufen muss. Vor allem, wenn ich ihn wegwerfe. Und dieses Werkzeug hier ist auch interessant. Es könnte als Waffe gegen wilde Tiere dienen. Ja, die Dose dort könnte genau das sein, was ich brauche. Anti-Rutsch-Spray. Und noch dazu fast voll. Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Und nein, mir ist egal, ob ich es später noch brauchen könnte. Ich bin doch keine Beutelratte. Oder gar Spieleredakteur. Ha, wie gut. Die nehmen sich ja selber aufs Korn. Super. Weil im ersten Teil war das ja auch noch, dass wir jeden Scheiß einfach mitgenommen haben. Und jetzt, naja gut, wir haben jetzt auch fast jeden Scheiß mitgenommen. Aber zumindest, er sagt jetzt, dass wir nichts weiter brauchen. Aber ich schwöre euch, genauso wie beim ersten Teil auch, müssen wir da nachher irgendwie was noch rausholen. Kann ich das da reinstellen? Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay, ich weiß auch nicht, wofür ich die Lupe gebrauchen könnte. Also, dann könnte ich nämlich hier Treibsand reinpacken, die Lupe da rein und fertig. Und was ist das jetzt hier genau? Das Teil ist aus Eisen und sehr hart. Es könnte mir bestimmt hilfreich sein, falls ich mich meiner Haut wehren muss. Alles klar. Und Anti-Rutsch-Spray. Wofür auch immer. Sowas benutzt man für Badewannen, um nicht auszurutschen. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Aber ja gut, wird wohl stimmen. Gut, komm, wir probieren jetzt erstmal das Anti-Rutsch-Spray aus. Natürlich werden wir dann noch nicht weiterkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir müssen ja irgendwo mal... Hä? Ach, noch ein Stück. Okay. Der Lemur, wo geht der eigentlich hin? Da ist ja der niedliche Lemure. Okay, der klettert irgendwo nach da hinten hin. Okay, komm, wir probieren das jetzt erstmal mit dem Anti-Rutsch-Spray. Gute Idee. Vielleicht rutsche ich da nicht mehr ständig ab. Vielen Dank für die, für das Kompliment. Fertig. Ich glaube, das ist genug. So, jetzt sollte das doch funktionieren, nochmal? Oder? Vielleicht klappt es ja diesmal. Musik.
Flohzirkus. Du kleiner Affe, ey. Scheint so, als sei dieser Lemure ein ziemlicher Witzbold. Okay, also, wir können hier hochklettern, aber haben immer das Problem, dass er uns da in die Fresse haut. Kann ich ihm vielleicht Whisky anbieten oder hinstellen? Vielleicht das trinkt er das ja. Das hat wenig Sinn. Okay, können ich ihn hier mit Treibsand füllen? Nein. Okay, kann ich auch nicht. Aber warte, gute mal, kann ich Idee. Das verbinden? So kann ich die Lupe da fixieren, wo ich sie haben möchte. Hoffentlich passt die Lupe in die Halterung. Jetzt heißt es Daumen drücken. Weil ich habe nämlich gerade gesehen... Ich habe es so lang wie möglich gelassen. Genau, ich habe nämlich gesehen gehabt, dass hier oben ein Loch ist. Und okay, gut, komm, wir probieren jetzt einfach mal aus. Wir nehmen das Ding, stellen den Lichtstrahl hin und... Ja, keine der Ahnung, Lückengriff ist jetzt viel länger. Damit kann ich sie bestimmt irgendwo fixieren. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist die beste Stelle. Perfekt. Wenn der Sonnenstrahl auf die Lupe trifft, wird er gebündelt. Dann heißt es Brennpunkt Dschungel. Aber warum? Oder wofür? Kann ich wieder nehmen? Nein. Ich glaube, das ist die perfekte Stelle für unsere Erfindung. Vermutlich irgendwie um oben das... Ach, Moment mal. Wir wollen ja den Rucksack, verflucht nochmal. Und damit können wir vielleicht das Ding abfackeln? Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. Aber wie kann ich das denn jetzt in die Richtung packen? Kann ich vielleicht... Nee, der hat es ja jetzt dahingestellt. Und wieder neben kann ich nicht. Das kann ich bestimmt noch zu irgendetwas gebrauchen. Und sei es nur, um beim Herumlaufen ständig darüber zu stolpern. Oder kann ich vielleicht was mit dem Fernglas an der Stelle anfangen? Das wäre keine so gute Idee. Warte mal, da unten... Ah, okay, hier ist die Lupe und hier unten ist dann das Feuer. Whisky abfackeln? Warum sollte ich das tun? Ja, damit Brennpunkt Dschungel ist oder ihn das hier tränken. Warte mal. Mir fällt nichts. Ja, so. Das würde... ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier ist Wasser drin, ne? Der ist etwas schwer, aber es ist wichtig, dass ich immer... Okay. Der ist... Es ist... So, kann ich das... Damit wird... Okay, wisst ihr was? Wir gucken jetzt da nochmal rein. Vielleicht ist in er doch Ordnung. Noch etwas. Eben. Mal sehen. Eben, der geht nämlich nochmal gucken und wir werden mit Sicherheit da drin irgendwas Brauchbares finden. Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Okay, aktuell leider nicht. Und das Ding kann ich auch nicht mehr rausnehmen. Was haben wir denn? Ja, ein Fernglas. Das Fernglas könnte ich natürlich benutzen, um hier oben nochmal zu schauen. Mal gucken, vielleicht muss er sich das nochmal angucken oder so. Oder ich kann jetzt die Karten aus dem Cockpit nehmen. Aber warum soll ich ein Feuer machen? Mit bloßem Auge kann ich es nicht. Ah, mal gucken, vielleicht sieht er ja nochmal was anderes. In Ordnung. Vielleicht. Und, siehst du etwas anderes? Ja. Nein. Dort ist die Tasche. Gut möglich, dass es die von Otto ist. Ja, ist sie ja von Otto. Und da ist auch nochmal ein Lichtstrahl, aber ich kann das Ding ja nicht mehr rausnehmen. Ich hoffe, dass das nicht ein Bug ist. Weil das wäre echt doof. Na gut, wir gucken mal weiter. Die Tragfläche des Wasserflugzeuges. Wir laufen mal ein Stückchen weiter nach links, wenn er sich da mal bewegt. Vielleicht ist da noch was dran. Tragfläche, Lichtstrahl wieder. Das Licht fällt... Zu nah. Zu nah. Okay, und hier links geht's ja nicht weiter. Oder vielleicht jetzt doch? Nein. In der Richtung werde ich den Dschungel nie verlassen können. Okay. Das ist jedes Mal hier der Lichtstrahl. Und die Baumkrone. Hier ist das ist dieselbe Baumkrone, oder? Ja, okay. Das ist dieselbe mit Baumkrone. Bloßem Auge kann... Gut, dann...
haben wir den Affen. Komm, wir gehen noch mal rein. Vielleicht brauche ich auch nichts mehr aus der Luke. Sie sind voll spielt. Oder kann ich dem vielleicht... Weil die Klammer kann ich bestimmt wieder wegnehmen, oder? Die lasse ich lieber, wo sie ist. Ah, okay. Solange sie den Hebel blockiert, bin ich... Gut. Hier sind noch mal Karten die drin brauche ich Pläne. Nicht. Okay. So, dann schauen wir noch mal weiter. Hebel, der ist jetzt offen. Hatte ich das Ding schon benutzt, als es offen war? Gut, der funktioniert noch. Hier oben der noch vielleicht? Er ist blockiert. Ich dachte vielleicht, wenn das Ding hier offen ist, vielleicht passiert da etwas. Das Funkgerät funktioniert auch nicht. Hier drin ist auch nichts. Oder? Da steht nur eine... Die will doch. Ich nicht. Man sieht schon von Weitem, dass sie seit Jahren nicht benutzt worden ist. Na gut, ich dachte vielleicht... Dann machen wir nochmal auf, gucken nochmal rein. Da ist nichts. Und sehen, dass da nichts drin ist und machen wieder zu. Mist. Feuerlöscher. Vor allem, wie kriege ich denn das Fach da auf? Ah, vermutlich ist vielleicht der Schlüssel bei Otto oben in der Tasche drin. Sonst haben wir doch nichts, oder? Anti-Rutschspray? Nein, das ist Quatsch. Vielleicht mit der Karte? Damit würde ich... Ein bisschen so Hacker-like. Dietrichs öffnen, Schlösser knacken. Also ich meine nur jetzt, es gibt ja nicht mehr so viel. Ich habe jetzt alles soweit durchsucht. Ah, wir können natürlich hinten nochmal nachschauen. Hier hinten, wo war das gleich nochmal? Ah, da, betrachte. Ah, nein, ich habe rausgetappt. Hilfe! Hoffentlich startet das Spiel jetzt nochmal. Wo ist es? Nein! Spiel? Hallo? Ah, das Spiel. Ich bin zu weit nach rechts geklickt. Startest Spiel starten? Hallo? Spiel starten? Hilfe? Huhu? Ah, nein. Ich hab ganz am Anfang gespeichert. Okay. Ich habe natürlich nicht gespeichert und irgendwie beim Raustappen, also das Spiel macht totale Probleme. Gut, dann machen wir hier mal ganz kurz eine Pause. Ich spiele nochmal bis zu der Stelle, bis der ich gerade gekommen bin und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.